Tagchen, liebe Wikingerkrieger, und herzlich willkommen zum Final Part dieses Gameplays, dieses Runs. Wir haben in der letzten Folge die Weltenschlange besiegt und jetzt ist das erklärte Ziel natürlich, noch Fenrir zu besiegen. Weil, wie gesagt, wir wollen ja beide Bosse in einem Run erledigen, beide Saga-Bosse. Und ja, ich bedanke mich schon mal für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch vor allem ein Happy New Year. Ich hoffe, ihr seid gut reingestartet und wünsche euch auch alles Gute für dieses Jahr. Und um Fenrir zu triggern, müssen wir eben auch erstmal im Dungeon hier unser Unwesen treiben. Nämlich, wir brauchen ja noch die Fragmente. Ich wusste nicht, dass man so kaufen kann. Jetzt hätte ich natürlich auch nicht mehr die Seelen gehabt. Wie gesagt, habe ich alles in der Serie schon gesagt. Wenn ihr das genau wissen wollt, warum ich sie nicht gekauft habe, dann müsst ihr eben die anderen Folgen gucken. Ja, jetzt machen wir eben den Dungeon. Machen wir es eben auf diese Art. Und es wird knapp. Wir haben Tag 12. Aber ich wollte noch vor Tag 12 den Dungeon weitestgehend geschafft haben. Also vor der Nacht. Denn hier ist ja Blutmond. Und danach hätten wir nochmal die Gelegenheit, Fenrir zu attackieren während dem Blutmond. Nach dem Blutmond. Da haben wir ja einen freien Tag. Tag 13 und eine freie Nacht. Und dann ist ja ewiger Winter schon. Und da ist es natürlich nicht so geil, dann noch irgendwie versuchen, einen Boss zu besiegen. Aber naja. Schnetzeln wir uns mal durch, mal gucken. Die Dungeons sind ja durchaus nicht immer so angenehm, aber ich glaube, die sind auch ein bisschen... es kommt da immer drauf an, welche Gegner hier kommen. Die Trolle sind eigentlich ganz okay, finde ich. Die Werwölfe können schon ein bisschen abfacken, wenn sie alle auf einmal auf dich drauf gesprungen kommen. Aber eigentlich geht alles. Kommt auch ein bisschen aufs Equip natürlich an. Aber ich bin recht zufrieden, wie der Run dann doch gelaufen ist. Hier und da ist natürlich was nicht so rosig. Da hätte es ein bisschen besser sein können. Aber ja, insgesamt sehr zufriedenstellend. Und die Möglichkeit ist ja noch da, dass wir es auch jetzt schaffen. Und das hoffe ich doch auch sehr. Ja, willkommen 2022. Das wird jetzt... Achso, ja, ich habe es auch leider nicht geschafft, das Video am 1. zu veröffentlichen. Es ist gerade der 1.1. und ich vertone es nach. Es hat nicht mehr geklappt. An Silvester wollte ich es ja eigentlich auch vertonen. Aber, naja, hat nicht so hingehauen. Man möge es mir verzeihen. Und was anderes, was auch nicht so hingehauen hat, ist es mit dem Community-Stream, dass wir da zusammen spielen. Das hat auch nicht geklappt irgendwie. Ja, es ist halt so zwischen den Tagen auch immer wieder. Da kriegt man oftmals Besuch. Schwester kommt, Bruder ist da. Und, ja, sind ja alle überall auch mittlerweile mehr oder weniger verteilt in Deutschland. Und da ist man ja auch froh, wenn man die mal sieht. Und ja, da hat es dann nicht so wirklich geklappt mit dem ganzen Community-Projekt. Ja, da war ich auch, man ist auch dann mal froh zwischendurch, zwischendurch, wenn man mal seine Ruhe hat dann. Und da habe ich dann auch nicht so wirklich noch einen Stream gebraucht und alles drum und dran. Ja, ich hoffe, ihr verzeiht's mir. Und wir gucken mal, ob wir das noch irgendwie hinbekommen. Dann im Neujahr. Es gibt ja auch noch Wochenenden, ne? Manchmal hat man auch während der Woche ein bisschen Zeit. Muss man eben mal gucken. Also, ich habe es noch nicht ad acta gelegt, aber weiß jetzt auch noch nicht genau, wann ich es dann letzten Endes machen kann. So, wir sind, ihr habt schon gesehen, verteidige dein Dorf. Es wird eng, wir sind aber schon in der dritten Etage. Das heißt, jetzt müssen wir die Bosse rushen. Ich gehe natürlich all in. Volles Risiko, mir bleibt eigentlich keine andere Wahl. Jetzt habe ich den Unbesiegbarkeitstrank da mal reingezogen, den wir von der Weltenschlange bekommen haben. Jetzt können wir erstmal die Bosse schön wegrushen, die ersten zwei. Das ist natürlich auch ein Vorteilhaft, wenn ihr so einen Trank dann schon habt zu diesem Zeitpunkt. Normal habt ihr den von Fenrir bekommen, da war aber die Suppe schon gegessen. Aber jetzt haben wir eben die Möglichkeit, die Weltenschlange zuerst machen und dadurch auch nochmal uns diese gute Tränke zu holen oder was sie eben gibt und haben auch noch Verwendung für sie tatsächlich. Gut, wenn man noch weitere Jötuns kaputt macht, hätte man auch so vielleicht Verwendung für sie. Aber das hier ist natürlich schon geil. La la la. Ups, da wäre ich fast in die Luft geflogen. Noch einen Schritt weiter nach vorne und dann hätte es Rums gemacht.
Dann wäre es Game Over gewesen hier. Oh. Da ist er ja noch, der eine. Aua. Hör doch auf, mich zu hauen. Ich mag das nicht. So, eine schöne, geschmeidige Ausweichrolle. Jetzt habe ich aufs Ausweichen komplett verzichtet. Oh, jetzt nochmal schön. Und hopp. Irgendwo muss noch ein kleiner sein, oder? Die Kiste ist noch nicht offen. Ja. Die sind ja überall. Das ist halt auch mal so ein Rumgesuche. So, dem Baum geht's noch relativ gut. Das heißt, wir hätten noch ein bisschen Möglichkeit, da haben wir es geschafft. Ich brauche jetzt eigentlich nur die Fragmente. Oh, der Baum verliert schon live. Also, die sind schon drin. Ui, das ist natürlich heftig, weil hier gibt's ja auch noch die Belagerungsmaschinen. Ich habe es, glaube ich, hier zu diesem Zeitpunkt noch nicht mal gestrahlt, dass die schon drin waren. Weil ich mir hier noch ein bisschen Zeit lasse. Na gut, wäre natürlich auch blöd, wenn ich jetzt abhaue ohne die Fragmente. Ne? Da liegt so viel Beute, da muss man erstmal gucken, was man alles hat. Und jetzt nix wie weg. Ab in die Base, wir müssen verteidigen. Das ist eine enge Kiste hier. Oh, weia. Ja. Oh, weia. Da hat es schon ordentlich gerummt. Da ist schon mal eine Belagerungsmaschine. Gut, die können wir schon mal abfangen. Das ist nice. Oh, Glück gehabt. Oh, bauen wir schnell das Tor. Das ist halt jetzt auch schön. Wie gesagt, das habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Das ist echt Quality of Life, dass du dieses Tor jetzt per einfachen Klick bauen kannst. Das macht schon was her. Weil dann könnt ihr auch während der Verteidigung mal ein bisschen reparieren. Ah, ich hatte gar nicht alle Tore zu, ne? Ah ja, oder? Doch, 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 hier ist zu. Das wäre jetzt natürlich nochmal ein super GAU gewesen. So ein Jütten bietet sich auch noch an oder kündigt sich an. Ah, ist schön gemacht. Der Fallenmeister hat hier mal eine schöne Bombe geschmissen. Oh, hier fehlt Holz. Ach, so ein Fuck, ey. Ja, ja, aber ich glaube, wir haben es hier an dieser Stelle geschafft. Also das Dorf noch zu verteidigen. Und können dann jetzt nochmal... Jawohl, jawohl. So, die Seelen können wir ausgeben. Die brauche ich nicht, ich habe ja keine Seelenmacht. Ja, bauen Boot ins Dorf. Das wär's noch. Okay, da sieht's gut aus. Nochmal unsere Bretter hier ausgegeben. Aber wie gesagt, die Seelen, die brauche ich eigentlich nicht mehr. Hätte ich jetzt Seelenmacht, wäre das was anderes. Da hätte man jetzt noch Ressourcen kaufen können, um nochmal mehr Damage zu machen. Aber leider haben wir ja keine Seelenmacht. Also können wir hier nochmal in die Verteidigung investieren, aber ich will mich hier auch nicht lange aufhalten. Wir haben ein relativ begrenztes Zeitkontinuum. Kontingent. Kontinuum. Ja. Wo gehe ich denn noch hin? Was mache ich denn noch? Das verstehe ich jetzt nicht. Will ich noch meine Rüstung verbessern oder was? Ah, es kann sein, dass ich... Ah, es kann auch sein, dass ich mal noch die Zutaten für Signys Klinge kaufen möchte. Hier sind die Unterschlupffragmente. Da habe ich sie gesehen, ne? Wir haben ja gesehen, ich hatte sie nicht beim Aschestrand-Hexer, aber hier in der Wüste, da sind sie. Ich kann es immer noch nicht hundertprozentig sagen, ob das immer so ist. Oder ob das random ist jetzt. Weil früher war es ja immer am Aschestrand. Und jetzt bei mir war es hier in der Wüste, aber ich weiß halt nicht, ob das immer so ist. Es kann ja sein, dass das jetzt random verteilt wird. Ja, ich gehe auf jeden Fall bei die Hexer. Ich suche irgendwas. Ich glaube, ich wollte mal Signys Klinge 4 machen. 4? Ja, 4, ne? Ist das. So, jetzt haben wir schon Nacht. Also, das, oder jetzt wird schon Nacht. Das ist relativ schnell. Hier ist auch nichts, ne, was ich suche. Ich weiß nicht genau, was ich suche. Was brauchte ich denn noch für Signys Klinge? Man braucht die Falderkugeln, oder? Die Falderkugeln. Das kann sein. Habe ich noch irgendwo einen Hexer? I don't know. Ja, da ist noch einer. Und, ich glaube, ja, ich glaube, die Falderkugeln sind's. Ah, ne, Werwolfzähne. Oh. Sie alle kaufen, ja. Ne, und... Und? Die Falderkugel, ne? Ja. Okay.
Ja, diese Zeit habe ich mal noch genommen, weil es ist schon krass gut, wenn man dann doch noch mal mehr Damage macht gegen Fenrir. Er ist halt nicht so ein Zuckerschlecken wie die Schlange. Ne? Ah, ne, Baldur's Klinge? Ne, da, Signys Klinge 4, genau. So, die haben wir jetzt. Schmeißen wir den Mist mal weg. Was will ich noch machen? Ah ne, ich konnte es nicht machen. Genau, weil das Inventar wieder voll ist. Obwohl es ja Signys Klinge 3 ersetzt. Oder? Tut's das? Aber ich glaube, der Fehler ist immer noch drin, dass ich mal keine Waffe upgraden kann, wenn ich keinen freien Platz im Inventar habe. Obwohl es ja eigentlich die ersetzt, die im Slot drin ist. Das ist eigentlich auch noch so eine Kleinigkeit, wo sie eigentlich verbessern mal könnten. So Quality of Life technisch. Stört mich jetzt nicht allzu viel, aber ist halt auch wieder ein unnötiger Step. Dass man da nochmal ins Inventar muss und irgendeinen Scheiß rausschmeißen muss, den man zufällig aufgenommen hat. Ja, Leute, noch einmal Fenrir. Ich weiß gar nicht, zu wie vielen Mal ich hier bin. 13, 14 Mal oder so. Keine Ahnung. Oder noch mehr. Weil ich habe ihn ja schon allein solo mindestens 10 Mal weggemacht. Bevor es die andere gab. Und dann noch mal ein paar Mal mit der Community. Aber wie gesagt, wie ich es in der letzten Folge gesagt habe, ich glaube, der hat einen neuen Move, den er vorher nicht hatte. Als wäre der nicht schon stark genug. Also gegenüber der Weltenschlange ist der ja viel wilder, aggressiver, schwerer auszuweichen. Ich meine, es ist jetzt nicht unbedingt das Hexenwerk, wenn man das Moveset kennt. Aber er hat eben schon mal mehr Moves. Ne? Hier darf man nicht in dem Kraftfeld drin stehen. Seine Bisse sind auch nicht immer so einfach und seine Sprünge sind nicht immer so leicht auszuweichen. Dann gehst du in den Nahkampf, dann macht er diesen Nahkampf-Move hier, dass du nicht mehr in den Nahkampf kannst. Und ja, das ist halt viel variationsreich. Dann diese Attacke hier, die dich instant niederholzt, ne, die ist ja auch mies. Schon wieder Geheule. Na toll, vielen Dank. Oh, ich kämpfe gerade mit der Nordenachse. Ja, das war ein Fehler. Singis Klinge brauche ich. Und er heult schon wieder. Ey, ich hasse das, ne? Wenn er so viel heult. Aber wie gesagt, man kann auch seinen Sprüngen nicht ganz so leicht immer ausweichen. Manchmal treffen die, obwohl du eigentlich nicht in seinem Sprungfeld drin stehst gefühlt. Also die Hitbox. Und schon wieder das hier. Also das macht er auch viel öfters. Das hat er im Solo irgendwie, wenn du im Nahkampf warst, nie gemacht. Mag sein, dass ich mich täusche, aber es kann sein, dass die da ein bisschen sein Movement gepatcht haben auch. Und der jetzt nochmal auch aus seinem Attackenspektrum voll schöpft, was er vorher irgendwie nicht gemacht hat. Bis jetzt war es No-Hit, ne? Das ist sehr schön. Ja, da hat er auch wieder nicht getroffen. Kann man haben. So, das ist der neue Move, glaube ich. Ich wüsste nicht, dass er den vorher gehabt hat. Und wenn du da drin stehst, bist du auch instant down. Da dann nehme ich natürlich jetzt schon einmal getroffen. Also, nicht wenn dich jetzt eins trifft, aber wenn du da scheiße stehst und dich eins nach dem anderen trifft, dann bist du auch instant fort. Und diese Instant-Kill-Moves von ihm, das macht ihn halt besonders gefährlich. Und das hier, ich weiß nicht, was gerade jetzt, ihr habt gesehen, das war instant. Da hat sich irgendwie nichts angekündigt. Das ist einfach gekommen. Normal, wenn er heult, hast du diese Fläche auf dem Boden. Aber nicht diese Seelen, die da noch seitwärts rumschießen. Und ja, das ist halt der Unterschied. Die Weltenschlange ist so trivial, easy peasy. Und Fenrir ist da ein ganz anderer Maßstab. Gerade wegen seinen Insta-Kills. Das ist echt übelst. Instagram Insta-Kills, Baby. Aber naja, wir haben sehr, sehr viel live von ihm weggeholt. Und das sollte eigentlich kein großes Problem sein, dass wir den jetzt auch noch schlagen. Gehe ich mal davon aus, da bin ich positiv gestimmt, das schaffen wir noch. Wenn er uns nicht jetzt jedes Mal one-hittet, dann stehen die Chancen sehr gut, dass ich mein Ziel erreiche. Zwei Saga-Bosse in einem Run. Nanam, dadam, dadam, dadam. Da liegt meine Kiste, meine schöne Weihnachtskiste. Gib her. Zack. Sag nicht, Weihnachten ist vorbei. Weihnachten ist das ganze Jahr. Ja, der Damage ist gut. Den wir machen. Live hat er nicht mehr so viel. Alter, jetzt ist er aber richtig außer Rand und Band. Oh, oh. Geh weg mit der Scheiße.
hier kriegst du direkt die volle Bandbreite. Ich glaube, ich habe die Mana-Macht-Rune, ja, ne? Wenn mein Mana voll ist, mache ich halt mehr Damage. Da ist es schon wieder. Uff, Glück gehabt. Alter, du gehst mal echt auf den Zeiger. Das macht er aber auch erst am Schluss, ne? Es kann sein, dass er das erst im letzten Drittel oder so macht von seinem Life. So, da kommt immer noch die Items. Jawoll, Saga-Boss, Doppelkill, Mann. Yeah. Yes. Leute, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Jetzt bin ich mal gespannt, was was man so am Bifrost kriegt. Was man am Bifrost so kriegt, wenn man hier den Doppelkill geschafft hat. Ja, ich habe jetzt... Wie viele Jürten habe ich? Drei? Vier? Drei, ne? Es ist aber noch einer da. Den konnten wir eigentlich auch noch mitholen. Soll ich das noch wagen? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Oder hauen wir einfach ab? Nö. Geh mal gucken, wo der Jüden rumkriecht. Der Baum ist ja gut geheilt. Wenn wir ihn schnell finden, würde ich ihn auch noch gerade schnell mitmachen, dass wir nochmal das Bifrost ein bisschen erhöhen. Ich glaube, der vierte... Könnte das der vierte sein? Ich bin mir nicht sicher. Oh ja, der... Der kriegt schon ordentlich Damage von uns, ne, durch die Mana-Macht. Mit voller Mana-Leiste. Ich habe halt keine Seelenmacht, also muss ich mit der Mana-Macht spielen. Glück, dass ich die gefunden habe, wenigstens noch. Dann kriegen wir wenigstens auch ein bisschen gepushten Damage. Das macht schon ein bisschen was aus. Von den Hits her. Deswegen mache ich jetzt auch hier nicht so oft meine Special-Attacken, obwohl die hier auch richtig Damage raushauen. Aber na, ihr seht jetzt schon, verlierst du 200 pro Hit oder so. So ungefähr. Und das macht schon ein bisschen... Oha. Aber dafür macht die Special halt auch nochmal viel. Ich bin mal noch nicht sicher. Ich müsste es mal... Man müsste es mal ausrechnen, wenn man hier so sieht. 200 pro Hit und du machst so 8 Hits, bis er hier eine Attacke macht. 8, 9 Hits, ne? Dann ist die Frage, lohnt es sich, die Special zu machen oder eher für den DPS eher die mit der Waffe einfach nur zu hauen? Ohne Specials. Kann ich gar nicht mal genau sagen, so zu diesem Zeitpunkt. Aber ich könnte mal vorstellen, dass es vielleicht auch besser ist, wenn du Mana-Macht-Rune spielst, wenn du dann wirklich nicht die Special-Kills machst. Special-Attacke machst. Es könnte auch sein, dass es ziemlich ähnlich aufgeht, 1:1. Ja, müsste man wirklich mal austüfteln mit genauen Zahlenwerten, wenn man sieht, aha, ich mache jetzt 1100. Wenn die Mana-Leiste voll ist und mache nur 750, wenn die Mana-Leiste leer ist, dann macht das einen Unterschied von 350 pro Hit. Und dann würde sich die 1300 gar nicht so wirklich lohnen, weil du machst du dann dreimal 1300 Damage, aber dafür verlierst du 300 Damage, die 300 oder 200 Damage, wo du dann mehr machst, verlierst du dann ja mit jedem Hit, von denen du mehr machst. Machst ja mehr normale Angriffe als Special-Angriffe. Und das ist halt, das würde mich halt mal interessieren. Also ich glaube schon, dass es vielleicht fast besser ist, die Special auszulassen dann. So, da ist Bifrost. Leute, wir hauen ab. Yes, ja. Geschafft. Noch einmal muss eine Geste her. Huhu. 14 goldene Hörner. Oh, das ist doch nice. Kann man haben. Holt man gerne mit. So, wir gucken uns jetzt noch den Abschlussbericht an und währenddessen wünsche ich euch ein super tolles Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingestartet. Wünsche euch alles Gute und ja, dann gucken wir mal, wie es weitergeht, auch mit Tribes of Midgard. Ansonsten läuft ja Subnautica und ein anderes Projekt kommt noch, das ihr die Tage demnächst erfahren werdet. Und haltet die Ohren steif. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Spooky4F.